Magie geht es natürlich auch bei SR Fernsehen vor Ort, wie in St. Ingbert nicht. Und was die bezaubernde Genie in der Flasche, das ist hier in St. Ingbert auf der Fahrgasse Gallibo. Aus der Flasche. Ja, genau, aus der Flasche. Ich habe mir für heute gedacht, wir machen heute einen Kartentrick. Und zwar einen ganz besonderen Kartentrick. Und ich hoffe, dass alles perfekt läuft. Es wird ein erfrischender Kartentrick. Deswegen, du weißt, was in der Dose ist? Vermutlich Fisherman's Friend. Genau, Pfefferminzbonbons. Du hast genau. einen Assistenten da schon. Genau, das ist Johannes, den habe ich gerade hier quasi dazu verpflichtet, mir zu helfen. Und es wird ein heißer Kartentrick, das ist der heiße Teil. Das muss alles, das ist schon, guck mal, hier perfekt. Wackelt noch ein bisschen, nix, oder? Das nee. Noch. Requisite ja. brauchen wir jetzt nicht, aber gut. Mein Opa hat immer einen Korken drunter gelegt, ne? Oder Bierfilz. Zauberer muss man sich dazu helfen. Jetzt? Nee, geht schon. Ach, so, das machen wir alles fertig. Selbst. Held. So. Wir kommen zum Kartentrick. Johannes, ich habe dir ein paar Karten mitgebracht. Das sind Pokerkarten, 52 Karten. Und ich werde jetzt durch die Karten durchrauschen. Und du sagst an irgendeiner Stelle Halt oder Stopp. Ja, wenn du Englisch kannst, okay. Stopp ist Englisch, heißt es wie Halt. Genau. Sag irgendwo Halt oder Stopp. Stopp. Hier an dieser Stelle? Ja. Okay, nimm die Karte, schau dir die Karte an, merk dir die Karte. Du kannst die allen hier zeigen, auch der Kamera zeigen, die Bildseite der Kamera zeigen. Halt mal die Kamera. Genau, halt mal ruhig mal in die Kamera. Ja. Jetzt mal die Rückseite in die Kamera halten. Ja, Quatsch, dann siehst du sie. Nein, das ist nicht schlimm. Ik kenne den Trick, ja. Weil ich werde die Pik 10 jetzt markieren. Es gibt eine schöne Möglichkeit, eine Karte zu markieren. Man könnte zum einen den Namen draufschreiben. Eine andere Möglichkeit wäre aber, dass man eine Ecke rausreißt. Denn jede Ecke ist immer eindeutig mit der Karte zu identifizieren. Das ist wie so ein Fingerabdruck. Johannes, und ich möchte dich mal bitten, die Karte festzuhalten. Eberhard, ja, du reißt die Ecke ab. Halte das mal so, dass man das sehen kann. So, Achtung, genau. Zeig, weil wir machen jetzt eine Probe. Ja. Ich möchte, dass du jetzt mit der Ecke an die Karte gehst und sagst, die Ecke passt exakt. Immer wenn Sie das hier hören, rasten Sie bitte aus. Auch alle auf dem Platz total ausrasten. Achtung, bitte ausrasten, die Ecke passt exakt. Gut, das kriegen wir noch lauter hin. Ja, das war ja auch nur die Probe. Wir kommen zum heißen Teil des Kunststücks. Zuerst die Ecke, ein wenig Hitze. So, und was jetzt passiert ist folgendes. Wenn wir jetzt etwas reiben, etwas drücken, verschwindet die Ecke. Und normalerweise macht das Publikum immer ganz spontan. Oh. Ihr seid sehr spontan hier in St. Ingbert, das muss man sagen. Alles gespannt. Eberhard, was war in der Dose? Ich nehme mal an, da waren so Pfefferminz. Genau. Aber schau mal, jetzt kommt der spannende Teil, das ist der erfrischende Teil. Schau mal, hier ist eine Ecke drin. Ja? Ich meine, das könnte jetzt theoretisch jede Ecke der ganzen Welt sein. Ja. Aber nehmen Sie mal raus. Wir haben das geprobt, Johannes. Halt mal die Karte halt in die Kamera. Wir haben es geprobt. Es passt und es passt nicht. Andersrum. Nee, Moment, so rum. Ja, es passt. Sensationell, es passt. Exakt ist der Text. Dann rasten wir aus. Ekstase. Genau. Angespornt von dem Erfolg, Wahnsinn. Machen wir das jetzt noch einmal. Dieses Mal werde ich die Karte zerreißen, Johannes, und wieder ganz zaubern. Jetzt könnten Sie natürlich denken, wahrscheinlich zaubere ich irgendeine andere Karte ganz und nicht die, aber du wirst deine Karte immer wieder erkennen, denn was die Ecke, Ecke passt exakt. Okay? Heißer Teil, etwas Magie, etwas Feuer, gut, bereits Feuer brauchen wir nicht, egal. Etwas reiben, etwas drücken und die Karte ist, ganz zack, genau hier, ne? Das weg. Ist, lass mich raten, unglaublich. Unglaublich. Sensationell. Nein, ist nicht ganz. Das ist faszinierend, oder? Wäre auch schön, oder? Das ist unglaublich. Ja, Zauberei, Magie. Johannes, was ist in der Dose? Ja. Wahrscheinlich nicht die Karte. Nicht die Karte? Zeige her. Nein, es sind Pfefferminzbonbons. Sagen wir doch. Nee, aber schau mal, da liegt noch was. Oh, da ist noch was. Da ist noch was. Wie sieht das aus? Ein Stück Holz. Ein Holzkeil. Genau. Was könnte man mit einem Holzkeil machen? Gucken, ob es passt. Gucken, ob es passt. Ja. Nee, aber wir hatten ja einen wackelnden Tisch. Johannes, tust du mir einen Gefallen? Gehst du mal? Ich habe da gerade was. Ach ja, genau, Johannes. Nimm die Karte raus. Wir haben es geprobt. Johannes? Wir haben es geprobt. Nimm sie raus, mach einen Holzkeil drunter. Das könnte jede Karte der ganzen Welt sein. Ich überprüfe den Tisch. Also der steht jetzt mal fest. Da fehlt eine Ecke. Ja, die habe ich ja. Ist ja unglaublich. Klappe auf, Moment, wir prüfen jetzt nochmal. Johannes, Achtung. Halt die Kamera, damit es auch. Das klappt ja kein Mensch. Es passt exakt. Ecke passt. Die Ecke exakt. Passt. Die Ecke passt. Denn vielen Dank. Großartig. Dann würde ich sagen, behalte du die Karte mit der Ecke, Johannes. Und wenn du heute Langeweile hast, was ich nicht glaube bei dem tollen Programm, kannst du gerne wieder zusammenkleben. Also, Michael, das ist Magie. Jetzt bin mal gespannt, wie du das genauso hinkriegst. Ja.